Hallo Leute! Und herzlich willkommen zu einem neuen Aspekt für uns. Wir spielen für euch Super Star Wars Return of the Jedi. Genau. Also das ist der dritte Teil von den alten drei Star Wars Teilen. Wieder. Und das erste Spiel ist jetzt so ein Ding, da bist du in einem Raumschiff und musst einfach nur fliegen. Ja. Genau, wir wollen ja zu Jabba's Palast und Han Solo zurück. Wie ihr vielleicht wisst aus dem letzten Part der dieser Trilogie, sag ich mal so. Ist eine Trilogie? Klar, es hat sogar noch, aber es gibt halt immer die drei alten, die drei neueren und jetzt gibt es halt bald dann Teil 7. Also. Genau, da kommt am 17. Dezember kommt der raus. Kino. Und es sind auch alte, bekannte wie mich, zum Beispiel hier Chewbacca. Han Solo spielt auch wieder mit, genau. Da haben wir ja schon gesehen im ersten Trailer oder so. Und ich hoffe, dass Chewbacca ehrlich gesagt nichts passiert. Wieso soll das passieren? Ich weiß nicht. Kann das sein, dass dem irgendwas passiert? Oh, nee. Yoda ist ja auch zum Beispiel gestorben. Aber ich habe gesehen, es gibt ja gelbe Dinger. Okay, jetzt kannst du wählen. Kannst du zwischen Luke, Chewbacca oder Luke auswählen? Ja, genau. Ich nehme Chewbacca. Ja, genau. Aber ich habe gesehen, dass zum Beispiel auf den neuen Cover ist auch Chewbacca wieder drauf. Also, hat er, glaube ich, schon große Rolle spielen. Große Rolle spielen. Sind wir immer auf diesem Planet? Das ist der Heimatplanet von Luke, ja, genau. Aber Anakin kommt auch her. Also Sein Vater ist ja Darth Vader. Also, ich meine, das wissen ja alle, wie wir spoilern ja nicht. Die Filme sind ja schon in den 80ern und so. Kommt die ja schon. Und das kennt ja jeder. Das Spiel selber ist 1974. Nee, noch neue. Nein, das Spiel ist 94. Wie hat es so laut? Ist ein bisschen leider, Mann.
Oh, was? Du wirst unterbrechen, ne? Joe, wirst du stehen bleiben, okay? Ja. So kurz schon dachte der Sound war irgendwie echt so laut. Ah, ja, ja, das hab ich gehört. Genau, von 1994. 90 ist das Spiel, genau. Dass ich gar nicht weiß, ob es von den anderen drei Teilen auch einen Teil gab. Von allen bestimmt, Teilen. Oder? Oh, ja, in die Richtung. Das Bild viel toller wäre gar nicht. Ich will nicht runterfallen. Nein, nee, das ist nicht. Und sollte so unten weiterlaufen, oder? Ja, da unten sind die ein bisschen komplizierter. Also, die Monster, die wir hier sehen, also wir kennen die nicht. Das ist der Sand, das ist der Sandmensch. Da habt ihr gerade diesen komischen Schalter am Boden gesehen, Leute. Da kommt entweder was Böses oder man wird zum Beispiel erschlagen von einer. Von was? Von zum Beispiel, weißt du, aber erschlagen von einem Stein. Ich hab schon mal ein Herz aufgetaucht. Mutini! Ich finde die Sandmenschen so lustig. Im allerersten Teil von den neuen, dann gibt's auch diese Rennstrecke, wo dieses Rennen fällt. Ja, Mutini! Da schreit er zum Beispiel bitte. Oh, shit. Ich glaube, Chewbacca ist nicht so gut da. Nicht? Nee. Ja, stimmt. Genau. Und mich hat gerade das Spiel auch schon mal durchgespielt. Und mich das sieht das auch nicht hin. Ne? Schieß dich ab. Jawohl. Ach, ein Treffer und dann lässt er dich in Ruhe. Ja. Pass auf. Und ich glaube, jeder kann auch immer so einen Spezialmove, ja, oder? Oh shit. Drück ich da gleich mal an. Teppich. Das ist ja bei aller die Leute. Oh, oh, den zu. Geil. Also, den zu ist dafür da, dass man. Was ist das denn für dich? Ist dafür da, dass man. Hier speichern, wie bei Super Mario, was die Flagge und so. Genau. Das und schön, du kannst mal das Ding an das Spiel sogar im Original auch. Genau, wir haben das Spiel im Original. Ich hab hier Schnappi raus. Schnappi. Also, wir haben es dafür, haben wir es mal durchgespielt. Aber ich glaube, im Laufe haben sie es noch nicht gespielt. Aber wir haben gedacht, da kommt Herz raus. Hast du gesehen? Haben wir jetzt gedacht, weil es jetzt eben neu rauskommt, also der neue Film rauskommt. Ja. Eigentlich, dass ich doch mit dem Teil davor zu spielen, wir den ja eh schon, weil wir ihn ja eh schon gespielt haben. Falls ihr die Filme nicht gesehen habt, oh, jetzt stirbst du, oder? Nee. Wisst ihr nämlich, wie es weitergeht? Da geht's hier weiter, Michi. Soll ich hochgehen, oder? Ja, oder? Ja. Das ist ein Schutzschild, oder? Ja. Ja, genau. Und Steffi, ich habe also früher zu Kindergarten haben wir fast jeden Wochenende einmal einen Star Wars Film angeschaut, also 4, 5 oder 6. Ja, genau, also da habe ich überhaupt konnten wir echt erinnern. Also Zitate können wir keine auswendig, aber oh Gott, gut. Aber wir wissen halt so alles Bescheid irgendwie. Ja. Ich finde die drei alten Filme auch besser als die drei neuen. Die neuen, muss ich ehrlich sagen, habe ich glaube bloß einmal gesehen oder den ersten glaube noch zweimal. Die anderen bloß noch einmal. An die kann ich mich auch schon schlecht erinnern. Ich weiß nur, dass beim Dreier, also dann der Anakin halt richtig Darth Vader wird auch so, dass da Chewbacca kommt davor. Also dass Yoda reicht nicht auf sein Chewbacca, auf der Chewbaccas, also auf dem Planeten mit der Woody, so heißen die ja. Mhm. Und da sieht man auch Chewbacca und man fällt dann erst zum Schluss, dass man Chewbacca ist, aber ich finde, man sieht das voll, dass es so ein Chewbacca ist. Nee, wer ist, wenn es nee, das gibt halt mehr so Wookies und da sieht man halt zum Schluss halt dann Yoda, ciao Chewbacca. Aber ich habe ihn gleich erkannt, als Chewbacca. Ich die anderen haben nämlich nicht so diesen Brustgurt an Chewbacca. Also mit der Munition, ja, genau. Du, oder? Oh, ich bin da. Du bist bei der Festung. Sind wir dann gleich da, Leute? Oh Gott. Oh, das ist ein schöner Lauf mit dem. Oh Gott. Ich bin unsichtbar, cool, oder? Echt? Boah, die Grünen sind, die Lilien sind voll heftig. Oh, stirbst du. Oder? Oh Gott. Oh, bitte. Heilige Scheiße vom. Gott, was ist doch nicht geil. Wie geil, ich bin gerade so voll geflasht gewesen. Oh, oh Gott. So. Aber ich habe schon gedacht, ich bin. Ich dachte auch, du bist tot. Wenn du immer runterfliegst, am Ende stirbst du ja gleich. Mal schauen, wie groß deine Helfleiste ist. Ja, stimmt, ich habe so viele Schwerter gesammelt, ja? Ich habe 2 Stück. Und das ist so. 3 PO gibt es nicht, oder? Und es ist Bosskampfzeit. Ja, ja, Mann. Oh nee, ich will die gar nicht retten. Ah. Die sind doch richtig cool. Die? Genau, wenn ihr wisst, wie das so Monster heißt, wir kennen die auch nicht alle. Ja. Das können wir anscheinend. Die Dinger kann man da kaputt machen, Leute. Seht ihr das? Kommt der Endgegner? Ist er gleich da? Jetzt kommt er. Boss. Ein blaues Poppe, ein blaues Ding und noch blaue. Oh, schützt dich.
Ich will hier gar nicht echt bleiben, ehrlich gesagt. Oh, so freut mich total, dass du, Shaggy. Ich bin ein bisschen blöd in die Ecke gekommen. Genau, ja. Das genau. Spiel ist so gezeigt. Chewie ist dein Besten, gell? Tschüss. Los geht's. Was ist dein Liebling von Star Wars, Shaggy? Ich hab gar keinen richtigen Liebling, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weißt du, Chewbacca? Chewbacca ist cooler. Und die. Diese Ewoks, diese kleinen pelzigen Bärchen da, ja. Die kommen auch noch. Die kommen auch im Dreier. Aber kommen die im Zweier nicht auch noch irgendwie so vor oder nicht? Ah. Also kein Vorgang, ich hab immer hier. So, ja. Also ich würde mich nicht in die Ecke dran lassen, ist ein bisschen blöd. Weißt du, wie so ein bisschen zwitschen. Der Vogel, der lebt immer noch. Das gibt's doch nicht. Was will der eigentlich hier? Die Musik ist hier aber echt cool gemacht. Die haben Best Boss verkauft, das ist so cool. Ja, allgemein also diese Musik. Das Spiel ist schon auch aus. Also das ist schon an das Spiel angepasst. Weil ich finde, meistens ist es ja gar nicht so. Ja. Da finden sie das erste Level. Okay, ich habe hier ein paar Gegner erfunden, schon, was es nicht geht, aber mein Gott. Du weißt, vielleicht gibt es die ja wirklich da. Ja. Super. Okay, ich finde auch was gerne. Oh, geht er nie weg? Der Vogel ist ja von dir. Er hat ihn umgebracht, sehr gut. Er hat ein Herz gehört. Geile. So ein Herzchen. Gibt es diesen Gegner auch bei Star Wars? Ich glaube nicht. Das ist der von an der Tür, glaube ich. Wo macht der irgendwas? 3 PO und also Ditto euch sowas fragt irgendwie. Achso. Wer ist das der Böse? Jetzt denkt er, du. Können wir müssen wir die alten Star Wars Filme anschauen, oder? Und dann müssen wir so. Die alten mag ich wirklich. Aber ist bestimmt doch irgendwie warm, ist nie verstanden. Ich auch nicht vertrauen. Aber in einem anderen heißt Obi-Wan noch jung, gell? Ja, genau, das ist in den anderen da. Das ist 1, 2, 3. Oma, da hat er auch so ich weiß noch, im zweiten Teil, da heiratet der Anakin die, ich weiß gar nicht, wie die Frau heißt, so die Mutter von Luke und so, weiß ich gar nicht. Gibt's eine Hochzeit. Am Ende, gell? Ja, da. Ja, ich. Keine Ahnung. Also, wir können uns jetzt ans Unkommand auch verbessern, Leute, wenn ihr euch da besser auskennt. Als wir. Ja. Wir haben schon jetzt auch den neuen Star Wars. Krass, und wie so Rassen heißt und so weiß ich gar nicht. Ich will ihn auch anschauen. Bin gespannt, was hat die Leute da so gezaubert, also die machen. Der Erfinder von Star Wars heißt ja George Lucas. Echt? Das weiß ich nicht ganz. Oh Gott. Ja. Oh bitte, wir schauen, wer jetzt schneller statt Erde. Ich. Echt schon wieder. Auf geht's, stirb, komm. Ich fand die früher immer echt schwer irgendwie, weil ich gar nicht so schwer ist. Die ist ja voll dumm, glaube ich sogar. Hier sind Fernwaffen, finde ich besser. Ja, und zum Beispiel ist er ein bisschen näher so und dran. Aber es wird Chewbacca entschieden. Ja, wir sind schon. Ja, super besiegt. Ja! Ja, es kommt das nächste Level, ne? Bim. Also, wir machen den Schnitt danach schön. Ja, Bonus live, Bonus cool. Sehr gut. Dann machen wir im nächsten Part weiter bei dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.